Das ist das Retro Inferno und heute werden wunderbar. Retro Inferno. Herzlich willkommen zum Retro Inferno und man hört es schon an den typischen Disney Soundtrack-Klängen. Es geht heute um eine Versoftung eines Disney-Klassikers. Aladdin. Ja. Und wie ihr seht, wunderschön. Ich glaube, ich muss es dann aber später größer machen, denn ich spiele es ja mit einem Super Game Boy und da gibt es halt immer diesen traditionellen Game Boy Rand. Kann das auch ein bisschen customizen. Aber dieses Spiel, also manche haben direkt einen mitgeschickt und wie man halt auch sieht, die Farbwiedergabe hier von Aladdin und Jasmin ist da direkt berücksichtigt. Aber das gehört nicht zum Spiel. Also ich werde auf jeden Fall den Frame hier noch anpassen gleich. Wir schauen mal rein. 92 ist es erschienen. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ist jetzt wurscht. Anfang der 90er auf jeden Fall ist es erschienen, dieses Spiel für den Game Boy. In manchen Regionen der Erde auch ziemlich zeitgleich zur Capcom Super Nintendo Version. Aber darauf, dazu kommen wir noch später. Jetzt gehen wir erstmal rein ins Spiel. Und ich werde das jetzt hier mal größer machen, auf jeden Fall. Weil sonst ist das echt minimal. Hier auf dem Bildschirm ist alles ganz angenehm. Hier haben wir natürlich die Story für die Leute, die der hochkomplexen Geschichte noch nicht so Herr geworden sind. Wurde ja auch von Disney verfilmt als Real-Story. Die sind ja super beliebt. Ich muss sagen, ich habe keine Probleme damit. So ist es, glaube ich, ganz gut. Jafar, da ist er. Die alte Socke. So, und jetzt müssen wir spielen. Wir werden uns das jetzt, glaube ich, nicht. Sorry, ich musste husten, bin immer noch krank. Und wir sind auf dem Markt in Agrabah. Und da sieht man unten rechts der Apfel. Der ist zum Beispiel rot. Und ganz besonders, was einem auffällt, besonders wenn man springt, Aladdin hat einen Säbel in der Hand. Das ist auch der Grund, warum ich den Capcom-Titel erwähnt habe. Das hier ist von Virgin gepublished, das andere von Capcom. Die Capcom-Version unterschied sich schon deutlich von der Virgin-Version, die auf dem Mega Drive eigentlich bekannt war. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Retro-Inferno drüber gemacht. Und er hat Aladdin einen Säbel und den benutzt er auch. Hier haben wir ihn, können ihn aber nicht benutzen. Da ist man wohl in Kompromiss eingegangen. Dessen werfen wir mit furchtbar harten Äpfeln um uns, die wir aber Gott sei Dank haufenweise davon aufsammeln können. Hier ist giftiger Marktschlamm und der böse Messerwerfer. Und da ist auch so eine Sache, die sehr markant ist, also von der Mega Drive Version hier. Herz, wenn man hier drauf hüpft, hätten vielleicht sogar jemanden töten können mit der gefährlichen Kamelspucke. Die Äpfel nehmen wir natürlich mit. So, die Wunderlampe, die zerstört alles Leben im Screen an. So, oh nope. Das war jetzt nix. Also ich muss sagen, vom ersten Eindruck her, grafisch durchwachsen. Also wenn man Aladdin hier sieht mit diesem weißen Rand, das sieht irgendwo, oh, da macht der Sprite tatsächlich Bewegungen, die auch aus der Mega Drive Version stammen. Schon sehr seltsam, ne? Es gibt auch Spiele, also gerade auf dem Game Boy, die dann eher was mit der Mega Drive Version zu tun haben, als
ein Super Nintendo Port zu sein. Also es ist schon sehr, sehr strange. Aber gut, sieht sehr schlecht freigestellt aus. Auch die anderen Charaktere hier. Animation, also er läuft schon schön, ne? Da kann man nichts sagen. Manchmal kommt es mir dann aber dann doch ein bisschen hakelig vor. Oh, ganz theatralisch stürzen wir hier runter. Nein! So, gehen wir nochmal darüber. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Loot. Ja, mal. Was wollen wir hier eigentlich machen? Zum Ende kommen oder irgendwas einsammeln? Aber es... Es ist nicht das Allergeilste, aber es fühlt sich von der Steuerung wenigstens mal direkt an. Ist überhaupt kein Vergleich, aber mit dem Turok-Spiel, das wir zuletzt hier im Retro Inferno hatten, das wirklich mich tierisch überrascht hat. Aber es jetzt als totalen Crap einzustufen, will ich jetzt auch nicht. Also ich glaube schon, dass man damit einen gewissen Spaß haben kann. Gibt mehrere Schwierigkeitsstufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich da drauf habe. Wichtig ist, finde ich, dann gerade, weil die Zielgruppe doch eher Kinder sind, dass das Spiel dann auch nicht höllenschwer ist. Und das muss man halt schon sagen. Da haben sie früher manche Handheld-Games doch wirklich sehr, sehr, sehr brutal schwer gemacht. Und ich finde, das hat dann halt überhaupt keinen Bock. Keinen Bock gemacht, wenn du denn dauernd am Verrecken warst, selbst als Erwachsener. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da rüber kommen. Ah, da können wir uns rüber hangeln. Shit. So. Also wie gesagt, es ist jetzt... Kommt drauf an, für welchen Betrag man es bekommt. Ich glaube, es ist schon so um die 10 Euro rum. Wie viel habe ich denn bezahlt? Ich glaube auch... Ja, das hat nicht gereicht. Ich glaube um die 10 Euro. Da wollte ich natürlich auch nochmal erwähnen, dass ich das hier gekauft habe bei der Italian-French Connection in Grünstadt. In der Bahnhofstraße 10. Schaut doch da gerne mal vorbei und sagt ein Gruß vom lieben Robokun. Dann wissen die auch, dass ich euch geschickt habe. Nicht, dass sie mir irgendwas geben oder sowas, aber ich möchte die ganz gern unterstützen. So gut es geht mit meiner kleinen Reichweite. Aber es waren wohl auch schon Leute dort, die gesagt haben, hey, wir sind über Robokun TV auf euch aufmerksam geworden und ist eine gute Sache, solche Retro-Games-Läden. Aber die haben nicht nur Games, auch Merch, Karten und so weiter. So. Ah ne, es ist eine Wand hier. Wie kann ich denn eigentlich meine Energie wieder auffüllen? Das ist... ganz wichtig, was ist das? Ah, da kann man hüpfen. Komm. Wish. Was habe ich gemacht? Find more gems. Okay, ich habe 5 und der will 10 haben. Verstehe. Okay, ah, da oben sind wieder... Nein.
das war's auch schon. Und jetzt? Tot. Tatsächlich. Nein, denn ich... Ich kann schlagen. Mit dem Schwert. Warum das? Ich habe jetzt doch aber 16 Äpfel. Ey, das... Was habe ich da getan? Level completed, auch ohne Wünsche und mit einer falschen Information. Ich dachte, man kann nur mit den Äpfeln werfen. Das Schwert kann man auch benutzen. Krass. Das ist es, wenn man sich die Spiele einfach lose holt, ohne Gebrauchsanweisung. Aber Gebrauchsanweisungen, die waren damals wirklich unglaublich wichtig, vor allem auch für die Heimfahrt. Man war irgendwo, hat sich ein Spiel gekauft und Feind Scarab. Man hat sich ein Spiel gekauft, war ultra glücklich und auf der Heimfahrt man sich die Gebrauchsanweisung durchgelesen. So, ich drücke mal auf Select. Ja, Digga. Select ist das Geheimnis. So switcht man um. Großartig. Ich hoffe jetzt, dass ich da kein Urheberrechts-Ding bekomme hier von Disney. Schöne Musik, aber... Aber manchmal... Oh. Bei der Addams Family zum Beispiel hatte ich das auch gehabt, bei dem Gameboy-Spiel. Ja, ist nicht. Also ich muss sagen, ja, durchwachsen dieses Game. Es ist keine Vollkatastrophe, aber eine vorsichtige Empfehlung auf jeden Fall. Also ihr werdet das bestimmt schon selbst hier mitkriegen, wenn ihr zuschaut. Und sagt, ja, könnte passen. Gibt auch noch eine Game Boy Color Version. Die sieht dann doch schon ein bisschen sauberer aus. Da hat mir viel Energie abgezogen. Die sieht schon ein bisschen sauberer aus, finde ich, was ich da so im Netz gesehen habe. Game Boy Advance ist der Gute auch dabei. Oh, das ist tricky, hier über die Palmen zu springen. Ah, dang. Ich kann leider nicht. Jetzt bin ich tot, oder? Ich kann leider nicht in der Luft schlagen. Das ist halt irgendwie... Aber werfen. Blödes Gesicht gemacht. Okay. Was ist das? Ich möchte es besitzen. Das möchte ich auch besitzen. So. Nasse. Dich habe ich nicht kommen sehen. Ich bin halt gleich tot. Ist das so ein Gem? So, eben muss ich gerade hören. Springen. Nein.
So. Da lang. Okay, den da wegmachen. Gehen jetzt gerade mal weniger Risiko ein. Ah, guck mal, der ist wieder. Der Gegenstand ist wieder da. Nee, das heißt jetzt, wir haben zwei gesammelt. Schräg. Okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich aufpassen, denn. Ja. Den muss ich jetzt nicht zwingend kämpfen. Die Wunderlampe des Todes. Ja, die Realverfilmung von Guy Ritchie. Das ist normalerweise nicht einer meiner Lieblingsregisseure. Also nicht, weil ich ihn ein schlechter Regisseur finde. Ich habe einfach keinen. Ich werde da nicht warm mit seiner Art. Also der weiß schon, was er tut. Das ist ein Meister seines Fachs auf jeden Fall. Aber die wenigsten, mit denen komme ich klar. Und die, mit denen ich klarkomme, das sind die, die den anderen Leuten nicht so gefallen. Wie King Arthur zum Beispiel. Den finde ich super geil. Und auch Aladdin mochte ich sehr gerne. Wobei man da halt nur selten merkt, dass es Guy Ritchie ist. Es gibt schon ein paar Stellen, aber. Aber bei Disney, da ist dann halt schon viel Vorgabe und dann kaufen die sich eigentlich nur den Namen des bekannten Regisseurs ein, um noch ein zusätzliches Marketing dadurch zu erhalten. Da, das musst du doch finden, oder? War's das? Können wir jetzt ans Levelende gehen? Und haben's geschafft? Mich würde mal interessieren, gibt bestimmt auch eine fliegende Teppichszene hier. Also, obwohl diese Lieder echt schön sind. Im Originalen hier das Gameboy-Gedudel ist. Schwierig. Jetzt war irgendein Glücksspiel. Well done, Street Rat. Agrabah Rooftops. Okay, wir sind wieder in der Stadt. Mehr auf. Ach, guck dir das an. Das Ding hat uns geholfen, nach oben zu kommen. Ist ja verrückt. Achtung. Geil. Ha. Wie kommen wir jetzt da nach oben? Was ist das jetzt eigentlich? Ist das eine Schlange oder ist das ein. Oh nein! Ab nein! Doppelt abgeschmiert! Da muss ich nämlich hin. Oder auch da.
Magie. Ganz klassisch in Form eines Herzens. So, gehen wir nochmal da hoch. Das ist das Ende. Nur was? Was soll ich hier tun? Hätte ich wahrscheinlich lesen müssen. Sagt mir das die Pause? Nee. Gehen wir noch kurz ein bisschen gucken. Und dann war es das auch schon mit der Vorstellung. Da! Na nee, das ist ein Gegner. Mit der Vorstellung von Aladdin auf dem Gameboy. Komme ich da hoch? Es scheint ein Seil zu sein, ne? Keine Schlange. Jetzt kann ich da. Wie theatralisch der da stürzt. Nein. Wieso? Ah, guck mal, da geht's hoch. Manchmal gibt's dann doch. Diese Hager. One up. Keine Äpfel mehr, da ist es. Das Ding. Dusting. Swish. Das wird mir doch jetzt nicht auf einmal Spaß. Alt! Da war, glaube ich, noch was. Nee? Dieses Spiel wird mir doch nicht auf einmal Spaß machen. Ah, shit! Wie komme ich? Ein neuer Gegner. Ein rollender, unbesiegbarer Gegner. Okay, wir sind tot. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Continue. No. No, 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 no. Gut, wie gesagt, kein Komplettausfall, richtig fühlen tue ich's aber auch nicht. Disneys Aladdin auf dem Gameboy, auf dem ganz normalen, klassischen Gameboy. Wenn ihr mehr Bock auf Retro-Zeug habt, bleibt doch gerne mit einem Like und einem Abo hier mit dabei und schaut euch die anderen Vorstellungen mal an. Da sind auch in letzter Zeit überwiegend Gameboy-Titel dabei. Zwei Stück habe ich da auch noch auf dem Tisch liegen. Ich verrate noch nicht, welches die sind. Ich kann euch aber sagen, ich habe da reingespielt. Das eine kenne ich ziemlich gut, bei dem anderen habe ich reingespielt. Die sind echt Sahne. Diesmal war es so ein vielleicht, aber auch nicht, wenn man die anderen Disney-Spiele hat. König der Löwen haben wir uns auch mal reingezogen. Na gut, dann haut rein, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.